Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Liebeszauber, 23. August 2017. Ein Herzensmann oder eine Herzensdame kann ich nicht herzaubern. Aber ich erkenne die richtigen Augenblicke im Leben, auch im richtigen Ort zu sein, und ich beschreibe auch die Hindernisse. Das kann man alles überwinden. Welche Tierkreiszeichen vermittelt gerade die Liebesenergie? Das ist die Tierkreiszeichen Widder. Und das ist spürbar besonders bei den Wiedergeborenen, die am 21., 22. und 23. März Geburtstags haben. Die Liebesenergie ist aber spürbar auch bei Löwengeborenen und auch bei Schützengeborenen. Worauf sollte man achten? Es sind noch Unklarheiten da. Und das führt auch auf dem inneren Unsicherheit. Diese inneren Unsicherheit sollte man überwinden. Es ist eine langsame Bewegung. Es ist ein langsamer Prozess. Aber nicht unsicher sein. Es spielt auch die Vergangenheit eine Rolle. Die Erinnerungen. Kann aber auch wieder Kontakte sein von Vergangenheit. Wozu führt es? Entweder zu Versöhnung und für einen Neuanfang oder man schließt ab mit der Vergangenheit. Und gerade in diesem Prozess befinden sich die Wiedergeborenen im Bereich Liebe, Partnerschaft. Aber auch neue Chancen sind da und es klärt sich etwas auf. Und diese Klarheit kommt, auch wenn das nicht sofort, aber klärt sich etwas auf in die Liebe bei den Wiedergeborenen. Wenn jemand Interesse hat, die richtigen Augenblicke erkennen im Leben, im richtigen Ort zu sein und auch sehen, wo liegen die Hindernisse, dabei kann ich helfen. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.